Der Söllring vor Inning betreut und unterhält auf Sylt 4 Museen. Am historischen Keitumer Heimatmuseum und dem Altfriesischen Haus müssen dringend erforderliche grundlegende Sanierungen im Rahmen der regelmäßigen Instandhaltung der Häuser erfolgen. 450.000 bis 500.000 Euro kommen auf den Verein zu, Geld, das so nicht zur Verfügung steht. Rund 40.000 Euro im Jahr können durch Spenden aufgebracht werden. Der CDU-Bundestags Abgeordnete Ingbert Liebing hat nun in Berlin Gespräche geführt und die detaillierten Sanierungspläne vorgestellt, um eine finanzielle Unterstützung aus dem Bundeshaushalt zu bekommen. Bei einem Pressegespräch am Mittwoch berichtete Liebing von seinen Bemühungen. Es stehen zwei Möglichkeiten im Raum: einmal über die sogenannte Friesenförderung oder über die Denkmalförderung. Die finanzielle Beteiligung des Bundes kann allerdings nur teilweise erfolgen. Und das auch erst für den Haushalt 2018. Der formale Akt der Fördergelder muss eingehalten werden. Der Söllring vor Inning will die Häuser auch für zukünftige Generationen erhalten. Widerspiegeln sie doch die Sylter Geschichte und die Identität der Insel. Und die finden die Sylt-Urlauber nun mal nicht in der Friedrichstraße oder am Strand, stellte Sven Lapön, der Geschäftsführer des Vereins, klar. Alle 5 Standortgemeinden sollen ihren Beitrag zum Erhalt der Häuser leisten. Abgekoppelt von einer eventuellen Teilfinanzierung durch den Bund werden ab dem Sommer die Sanierung der feuchten Fassade und des Kriechkellers, durch den Feuchtigkeit bereits bis in die oberen Räume aufgestiegen ist, in Angriff genommen. In den nächsten Wochen werden weitere Gespräche mit allen Beteiligten erfolgen, um die Finanzierung zu besprechen und die große historische Bedeutung der Häuser für alle Sylter noch einmal klarzustellen.